Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play 60 Seconds. Wir starten ein neues Abenteuer. Ich weiß noch nicht, was wir heute als Challenge nehmen. Ich glaube, wir machen das jetzt so, dass wir... Nein. Wir müssen Überleben noch einmal so machen. Als fetter Mann, da müssen wir, glaube ich, das alles gemacht haben. Einmal, mindestens. Ja, das schaltet ein Achievement frei. Das heißt, wir sammeln jetzt nichts, sondern überleben einfach. Tag 1. Wir haben unsere Kinder nicht dabei. Oh nein. Kann man das neu starten? Zurück zum Menü. Ich will nämlich unsere Kinder... Also unsere Kinder würde ich doch schon gerne dabei haben. Dolores kann meinetwegen auch wegbleiben, aber unsere Kinder sollten dabei sein. Außer es ist jetzt immer so. Nein, nicht solid, nicht solid. Überleben. Nicht sammeln. Hä, solid? Nicht sammeln, so. Ja, wir müssen ja auf jedem Schwierigkeitsgrad einmal alles machen. Ja. Nein. Oh, ah, doch, das sieht nach einem... Wir haben kein Radio. Okay. Und Timmy ist nicht da. Und Dolores, geh weg, ich will Timmy haben, okay? Es ist... ja... Gleich geht's los, Leute. Gleich geht's los. Neu starten. Überleben. Auf fetter Mann. Mal sehen. Hoffentlich wird das jetzt was. Nein. Ich meine, ihr wisst, dass ich Timmy und meine Tochter immer einsammel. Deswegen, nee. Timmy muss dabei sein. Außerdem bringt er immer gute Sachen mit. Wenn wir jetzt wenig Essen oder so, oder wenig Essen und Trinken haben, oder doch das Radio fehlt oder so, dann ist es okay. Aber Timmy und Mary Jane, die würde ich doch schon gern dabei haben. Nicht Dolores! Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich einen richtigen Run gefunden habe. Bis gleich. Schön, Leute. Wir haben unsere beiden Kinder dabei und wir haben... Oh, massig Essen und Trinken. Schön, wir haben die beiden Bretter, das... Wir haben kein Radio und kein Medikit, aber ich glaube, das ist okay. Ja, doch, das könnte hinhauen. Ich will die... Nein, danke. So, Flaschenwasser. Ich will nochmal alles anklicken. Nochmal alles... Nein! Anklicken, anklicken. Weil das ja irgendwie noch ein Achievement gibt, wenn man den ganzen... Bunker untersucht hat. Alles anklicken. Alles anklicken. Fliege! Überall auf die Karte klicken vielleicht? Hm, egal. Da wären wir also. Uns dreien geht es gut. Jetzt müssen wir nur noch überleben. Es wäre schön gewesen, wenn alle vier es geschafft hätten. Unsere Regale sind voll. Ja, Menge Wasser, Menge... Essen. Das ist der am besten ausgerüstete Bunker, den wir je gesehen haben. Wir haben noch nie einen anderen gesehen. Aber wir sind sicher, dass wir eine gute Menge Gegenstände dabei haben. Gut, ja, wir müssen nichts machen. Ihr Wahnsinnigen, ihr habt es in die Luft gejagt. Ah, ihr Verdammten. Fahrt doch zur Hölle. Das hätten wir unseren Nachbarn sagen sollen, als sie letzten Frühling ihren Grill gesprengt haben. Das waren noch gute Zeiten. Auch wenn sie einen richtig guten Grill zerstört haben. Ja. Oh Mann. Ach ja, erstmal, ab morgen werden wieder wahrscheinlich zwei Videos am Tag kommen, wenn ich es schaffe, heute genug aufzunehmen. Ich habe es die letzten Tage echt nicht geschafft, perfekt aufzunehmen. Deswegen kamen auch die Videos immer verspätet und so. Und das, sorry, tut mir echt leid, aber ja. Ich werde heute echt mal versuchen, so viel aufzunehmen wie möglich. Auch wieder arg aufzunehmen. Und ja. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, also lasst es uns angehen. Mary Jane sagt, dass es ihr gut geht und sie nichts braucht. Ja, alles okay und Ted scheint in Ordnung zu sein, auch wenn die Welt am Arsch kein schöner Ort mehr ist. Fliege! Nice. Bringt das was, wenn ich die Fliegen nehme? Gut, dann brauchen die nichts und,
Als wir unseren Eimer vor dem Bunker leerten, entdeckten wir eine hastig gezeichnete Karte an einer der zerfallenen Wände. Jemand hat eine Route gezeichnet und eine Stelle am Ende markiert. Vielleicht sind dort ein paar Vorräte versteckt. Sollen wir es untersuchen? Ted, du schaffst das. Er ist krank. Wir hatten Glück, die Karte gefunden zu haben. Die Stelle markierte einen kleinen versteckten Ort, an dem wir ein paar nützliche Vorräte fanden. Ted ist sicher von seiner Reise an die Oberfläche zurückgekehrt. Können wir etwas Wasser geben? Abgeben? Ja, Mary Jane, trinken. Hungrig und trinken. Nee, nur hungrig. Hungrig, trinken. Ja, wir haben ja einiges an Wasser und so. Starten eine Expedition auf jeden Fall. Alles bebt. Dosen springen durch den Raum. Wenn das vor ein paar Wochen passiert wäre, als wir diesen köstlichen Wein zum Abendessen hatten, wäre es vielleicht normal gewesen. Es ist entweder eine weitere Atombombe oder ein Erdbeben. Egal was es ist, wir sollten etwas festhalten, bevor es in tausend Teile zerschmettert. Wir retten die Gasmaske. Wir können nicht noch Winterkrankes gebrauchen. Wenn gleich die Expedition gestartet wird. Ja, wir konnten die Gasmaske nicht richten, retten. Alles fresh, immer noch knurrt ihm der Magen, kriegt er nochmal was zu essen. Und Mary Jane geht raus, würde ich sagen, mit der Gasmaske. Ja. Ja. Mary Jane ist nach draußen gegangen, keine Neuigkeiten zu Timmy und wo ist etwas Wasser für Ted, wenn er es braucht? Er kann noch einen Tag warten, fällt mir gerade so ein. Wieso habe ich den eben Essen gegeben? Es ist ziemlich komisch, wenn du das Gefühl hast, dass dich etwas beobachtet. Unser Bunker ist winzig, aber das nervt uns schon seit einer Weile. Wir haben alle Schränke überprüft und niemand versteckte sich darin. Haben wir etwas Lebendiges hier unten? Außer uns? Vielleicht eine Art Nagetier? Wenn dem so ist, müssen wir ihm zeigen, wer in unserem kleinen Paradies die überlegene Spezies ist. Wir nehmen die Waffe zur Hand. Und... Die Waffe ist noch heile, schön. Was es auch war, es ist jetzt tot. Ziemlich tot. Vielleicht verstecken sich in den ekligen kleinen Löchern noch mehr. Apfelsaft, Wasser tut's auch. Okay, er kriegt Wasser und Timmy wartet noch einen Tag. Es ist so einfach, dumme Argumente aufzuschaukeln und das enge Beieinandersein macht es nicht besser. Wir plauderten miteinander, plötzlich stritten und kämpften wir. Hoffen wir einfach, dass wir hier bald rauskommen. Und ich habe übrigens vor, jetzt mal, wenn irgendwie kommt, ja, irgendwie mal mit dem und dem reden oder so, dass ich nicht mit dieser Person rede. Denn vielleicht werden sie dadurch sick. Also, nicht sick. Vielleicht werden sie dadurch verrückt oder so, keine Ahnung. Ich will diese Fliege. Yes. Eine Gruppe Menschen in grünen Pyjamas, die an unsere Luke klopften, kommen auch nicht alle Tage vor. Trotzdem ist uns genau das passiert. Außerdem stellten sie sich als tollkühne Gesellen vor und haben das Verlangen von den Reichen zu nehmen und in den Arm zu geben. Ja, das hat doch geklappt. Und das war gut, dass wir das gemacht haben, oder nicht? Mary Jane ist wieder da. Wir haben kein Medikit. Fuck. Aber wir haben ein Radio und die Gasmaske ist zurück. Moment, unsere Expedition hat eine Kirche erreicht, die immer noch steht. Der Großteil davon war intakt und ein paar Menschen haben es zu einem Unterschlupf gemacht. Wie wir herausfanden, war es mehr als das. Wir waren uns nicht sicher, welche Religion sie folgten, aber sie versuchten eifrig, uns davon zu überzeugen, dass Tomaten die Quelle des Bösen, alles Bösen sind. Und Auberginen die einzige Hoffnung auf Rettung. Die Kultisten haben beschlossen, dass sie kein Weihwasser benötigen würden. Wir taten ein paar Wunder und verwandelten leere Weinflaschen in ziemlich volle Wasserflaschen. Zwei, cool. Mary Janes Diät könnte etwas Essen vertragen, okay. Müde, hungrig. Nee, hustet. Hungrig. Ja, komm, dann kriegen sie beide was zu essen. Wir müssen eine Expedition starten. Was steht da eigentlich? Verstrahlt sich jetzt, ja, okay. Es ist schwer unter diesen Umständen zu überleben. Es ist schwer unter diesen Umständen zu überleben. Hoffen wir mal, dass es bald vorbei ist, sonst könnten wir noch tot in einem Bach der Einöde enden. Das würden wir gerne verhindern. Nein, ich hab die Fliege nicht, nein!
Ted! Wir versuchen unser Bestes, gelassen zu bleiben. Die Situation, in der wir uns befinden, ist fernab von normal. Und wir gewöhnen uns vielleicht nie daran. Wir hoffen, die Hilfe kommt bald. Essen, Essen, Wasser. Sie kriegt Essen. Wasser kriegt er noch nicht. Er geht mit der Gasmaske raus. Nice. Das... Oh, hoffentlich kommt er zurück, bevor Ted irgendwie stirbt. Mann, immer noch hungrig. Hungrig und durstig. Okay, komm, beide das. Es ist höchste Zeit, dass wir aufgehört haben, uns zu wundern, was los ist. Und angefangen haben, uns zu fragen, Fragen zu stellen oder zumindest ein paar vernünftige Antworten zu hören. Wie wäre es also, nach einem Radiosender zu suchen und ein oder zwei Dinge über unsere schöne neue Welt zu lernen? Natürlich machen wir das. Tag 11. Mann. Das kann nicht sein. Wir konnten ein schwaches Signal empfangen und der Regierungsnotfall den Regierungsnotfallkundgebungsdienst anzapfen. Und wisst ihr was? Tolle Neuigkeiten, der Atomstaub draußen ist fast verschwunden. Es sollte jetzt sicherer sein, über die Oberfläche zu wandern. Es gibt nichts Neues in meinem Drainplug. Ted geht's gut. Okay. Wir fragen uns, was mit Onkel Brian passiert ist. Er hätte zur Zeit des Bombenanschlags weit weg sein sollen. Bombe weiß er nie. Es wäre toll, das herauszufinden. Er sah immer auf die Sonnenseite des Lebens. Darum sollten wir das vielleicht auch tun, aber es ist nicht einfach. Sagt mal, hatten wir nicht ein Foto von ihm in eins unserer Bücher gesteckt? Ja, aber leider haben wir das nicht. Wisst ihr, was mir gerade so auffällt? Vielleicht sollte ich mal... Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Sind wir irgendwie hier oder so? Ich denke mal in der Mitte vielleicht. Sollen wir vielleicht mal irgendwie so hier zum Wasser irgendwie das Kreuz machen oder hier unten hin? Dann vielleicht geht ja die Person dann dahin, wenn sie auf Expedition geht. Das wäre echt interessant. Und so bleiben wir ohne Fotos, ohne Neuigkeiten und ohne glückliche Gedanken. Die Welt ist zu grausam. Kein Ärger verursacht. Keine Sorgen, die Ted quälen. Ein Klopfen der Tür sollte man heutzutage nicht auf die leichte Schulter nehmen. Als also ein Mann heute vor unserer Türe stand und uns ein hochprofitables Kartenspiel anbot, waren wir nicht überzeugt. Ist eine Wette um zwei Suppendosen bei einem Kartenspiel in unserer Situation eine annehmbare Entscheidung? Ja. Bitte, 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 bitte. Nein, wir haben Suppe verloren. Fuck. Das war nicht gut. Verdammt, der Mann musste geschummelt haben. Wir haben verloren und bevor wir Einspruch erheben konnten, war der Mann mit unseren Vorräten gegangen. Wasser und Wasser. Was haben wir so viel? Solange wir zu essen und zu trinken haben, können wir hier eingeschlossen bleiben. Aber wir müssen irgendwann gehen. Es wäre gut, wenn wir... Die Fliege essen? Wenn wir direkt in Sicherheit wären, anstatt uns in noch mehr Schwierigkeiten zu bringen. Wenn das in dieser Situation überhaupt möglich ist. Unsere Hoffnung ist, dass unsere mutigen Soldaten uns retten kommen und uns in einen... einen guten, versteckten, gut ausgestatteten Regierungsbunker bringen. Timmy hatte Comics darüber. Also müssen sie existieren. Wir müssen dafür nur Kontakt mit der Bundeswehr herstellen. Machen wir. Auf jeden Fall. Okay. Wir haben Kontakt. Die Bundeswehr ist draußen unterwegs und sie kommen, um uns zu retten. Alles, was wir jetzt tun sollen, ist geduldig zu warten. Der Soldat mit der langweiligen Stimme war darüber sehr konkret. Hilf uns unterwegs. Wir sollen auf weitere Anweisungen warten und unser Radio betriebsfähig halten. Sicher und ist immer noch krank. Ich weiß. Alarm! Draußen steht eine Gruppe Menschen und sie scheinen... uns nicht freundlich gesinnt zu sein. Wir erkannten ein paar von ihnen. Sie waren in unserer Nachbarschaftswache. Ihnen scheint das Wohlbefinden unserer Nachbarschaft nicht mehr am Herzen zu liegen. Und schwingen ziemlich wütend mit ihren schweren Taschenlampen. Wir müssen etwas tun, bevor sie einbrechen. Und alles nehmen, was wir haben. Wir nehmen die Waffe. Tag 15, Timmy ist zurück und wir haben... Nein! Aber wir haben einiges, alter Suppe. Es war nicht überraschend, dass ein paar Schüsse genügten, um diese Feiglinge davon zu jagen. Die Frage ist,
Was wäre passiert, wenn das Gewehr eine Fehlfunktion gehabt hätte oder wir all unsere Munition verbraucht hätten? Wir hoffen, dass das nicht wieder vorkommt. Ansonsten müssen wir uns mit Messer und Gabel verteidigen. Gasmaske ist zurück. Während unserer Expedition sind wir über Ruinen eines bekannten Gebäudes gestolpert. Unsere örtliche Bank. Obwohl ein solcher Ort vielleicht nicht die ideale Quelle für gebrauchbare Vorräte ist, haben wir uns trotzdem dafür entschieden, hineinzugehen. Man weiß ja nie, was man findet. Bis auf Säcke voll Geld natürlich. Es sah so aus, als wäre die Bank kurz vor dem Einschlag ausgeraubt worden. Der Tresorraum wurde mit Sägen, die in Teddybären versteckt waren, aufgebrochen. Wer macht sowas? Auf jeden Fall konnten wir sehen, warum ihn unbedingt jemand ausrauben wollte. Der Ort war voller Tomatensuppendosen. Wie sind die hergekommen? Ende. Wir fanden eine Einkaufstasche auf dem Boden neben den Schaltern. Da war Wasser drin, okay. Auf einem der Schalter fanden wir einen Koffer. Schön, wir haben den Koffer. Alles okay, Timmy ist hungrig und Ted ist müde und immer noch krank. Der war irgendwer durstig? Nee, ne? Nee. Wir dachten, Telefongespräche wären etwas aus der Vergangenheit, nachdem die Atombombe alles in unserer kleinen Stadt ausgelöscht hat. Allerdings hat die Telefonsender in unserer Straße Bomben. Irgendwas. Also als nächstes wollen wir mal hier irgendwie hingehen, ne? Da so. Aber das Problem ist, wir können keinen rausschicken, verdammt. Mann, wir kriegen doch niemals eine Verbandskarte. Das ist gleich Ende. Ted ist krank. Das ist unser Problem. Ted ist krank. Es ist einfach viel zu gefährlich, einfach so in ein Telefon zu rennen. Ja. Hungrig, trinken. Hungrig, trinken. Komm, alle kriegen Essen und alle kriegen Trinken. Wir haben gerade so genug. Wir können keine Expedition starten. Eine Gruppe Doktoren hat heute an unserer Tür geklopft und fragen nach ein paar Vorräten, mit denen sie ihre Erste-Hilfe-Kästen auffüllen können. Wir dachten zu Anfang nicht, dass sie echt sind. Sie hatten Laborkittel. Sollen wir ihnen helfen? Ja, tun wir. Wir helfen denen. Ja, doch. Helfen wir. Ende. Fuck. Ted ist tot. Fragten sie nach ihrer Arztlizenz, aber alle behaupten sie, in einer Hose vergessen zu haben. Wir haben es nicht riskiert zu fragen, ob es nur die eine war. Wir gaben ihnen eine Wasserflasche und wünschten ihnen eine gute Reise und mehr Glück mit Hosen. Ted war viel zu lange krank. 17 Tage. Wir haben kein Achievement bekommen. Wir müssen jeden Modus schaffen. Und den haben wir gerade nicht geschafft. Verdammt! Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge wieder überleben. Ich suche schon mal den richtigen Run raus, sag ich mal. Am besten mit Medikit und beiden Kindern. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein! Hallo meine lieben Freunde, willkommen auf das Endcard von Let's Play 60 Seconds. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen und dieses Video bewerten. Oben links kommt ihr noch einmal zu dem letzten Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein! Don't just stand there, Ted. You've got 60 Seconds.